Willkommen zurück hier zu Maniac Mansion und ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich so lange hier keine neue Folge rausgebracht habe. Ich war zuletzt da oben und vielen Dank an Zwergesel für den Hinweis, aber er meinte, es wäre gefixt, aber irgendwie ist es ja immer noch kaputt. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich repariert ist oder nicht. Wenn ich neue Batterien habe, werde ich es auf jeden Fall nochmal versuchen, hier was zu fixen. Genau. Also Zwergesel meinte, Bernard hätte gemeint, es ist zwar dunkel, aber ich glaube, ich habe es hingekriegt oder irgendwie so. Ja, habe ich halt nicht gesehen, weiß ich nicht. So, ich suche eine Röhre für den Radio oder für das Radio. Da ist so ein... so eine Antenne. Aber die kann ich wohl nicht... Nee, keine Ahnung. Also aus dem Fernseher kriege ich da schon mal nichts raus. Hier drin versteckt sich bestimmt auch keine Röhre. Meine Vermutung wäre ein Stockwerk tiefer. Muss es gerade schauen. Genau, hier brauche ich die Röhre. Vielleicht kann ich die aus dem anderen Teil ausbauen. Nee, das funktioniert nicht. Oder habe ich vielleicht im Werkzeugkasten schon eine Röhre drin? Nein. Okay. Gut. Dann wollen wir mal schauen, ob vielleicht hier oben irgendwo eine Röhre rumhängt. Zum Beispiel in diesem Lautsprecher. Wobei uns in Lautsprechern sind keine Röhren drin. Aber in Verstärkern sind Röhren drin. Hier oben aber scheinbar nicht. Es sei denn... das Werkzeug ist das falsche Item, um die Röhre da rauszukriegen. Nun gut, ich meine, Bernard hat trainiert. Okay, aber das behalte ich erstmal im Hinterkopf. Ich meine, ja. Ich meine, Bernard und Dave haben trainiert. Okay. Nehmen wir mal die Taschen. Oh, die Batterien sind... oh, die Batterien sind definitiv kaputt. Aber hier ist doch ein rotes Licht. Sehr schön. So, dann haben wir hier einen Vergrößerer. Hat der vielleicht eine... nein. Der hat keine Röhre drin. Die sind alle immer noch verschlossen. Gut. Ich mache das Licht mal wieder aus. Sicher ist sicher. Ich will ja nicht irgendwelche Bilder kaputt machen oder so. Wobei, andererseits... wird das irgendwie irgendeinen Schaden, den ich mag? Ich glaube nicht. Der hat... keine Röhre, oder? Aber die Spielautomaten könnten Röhren haben. Aber ehrlich gesagt, glaube ich da nicht so recht dran. Meine Vermutung ist eher... ah, vielleicht hier irgendwo... ach, vielleicht kann ich ja diesen Medizinschrank aufbrechen mit den Werkzeugen. Ah, nö, okay. Da war ich schon drin, da ist das Manuskript drin gewesen. Hier gibt es definitiv auch keine Röhre. Nee, dann ist meine Idee, wo die Röhre sei, oder wo ich eine Röhre herkriegen könnte, auf jeden Fall hier. Zum Beispiel in dem Schallplattenspieler. Nein. Dann vielleicht im Kassettenrekorder. Nein. Aber im Fernseher ist doch bestimmt eine Röhre drin. Och, komm schon. Ah! Wo krieg ich diese Röhre her? Damit bin ich dann vielleicht ein bisschen überfragt. Kann ich mir denn... nein. Nein. Ja gut, dann bin ich echt ein bisschen überfragt. Da bin ich dann echt ein bisschen überfragt. Hier hinten war ja nichts mehr, ne? Da war das Büro... ah, hier vielleicht. Natürlich, da ist ja auch nochmal so ein Kassettenspieler. Funktioniert aber auch... Moment, aber... aha, aber das ist doch ein Radio. Das funktioniert auch nicht. Das ist sicher alt. Ja, dann benutzt es bestimmt Röhren. Ach, man kann es öffnen. Ja, schau mal einer an. Eine Röhre. Ah, wer sagt's denn? Ja, dann... diese Dinger funktionieren mit allem. Ja, ja. Nimm die mal mit. Okay, gut. Habe ich die Röhre. Immerhin. Problem gelöst. Wo sind denn die beiden anderen gerade? Jeff ist hier unten.
Oh, und der F ist hier. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass Dave hier trainiert hat. So. Deswegen gehe ich jetzt mal mit Dave aus. Ich bin mir nicht sicher, was passiert. Und Bernard hat gerade das, was ich brauche, um weiterzumachen. Deswegen schicke ich Bernard mal wieder hoch zum Radio. Ich stelle mal hier ab. Das ist ein totes Ende. Da wird er bestimmt nicht entdeckt. Und gehe dann mit Dave. Der hat ja trainiert nach draußen. Denn ich hatte auch die Idee, dass dieses Gitter, das war ja auch schwergängig. Genauso wie die Briefe ist, Paket ist ja mittlerweile gekommen. Genauso wie die, wie heißt das? Die Garage hinten. War ja auch schwergängig. Ha! Oh mein Gott! Ist das gut! Was haben wir hier alles? Wow! Nach links geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir hier nach rechts rüber. Und hier gibt es... Ah, hier ist der Entwickler. Kriege ich leider nicht rein. Ich brauche wahrscheinlich so eine Art Schwamm oder so. Zum Beispiel Käse. Nee. Was ist eigentlich Tentacle Chow? Das klingt so... Nee, okay. Dann funktioniert das leider nicht. Wir haben hier ein Wasserventil. Das kann ich öffnen. Okay, und das war's schon. Dann bin ich ja gespannt, was das jetzt tut. Ob ich damit... keine Ahnung. Oh nein! Der Pool ist schon wieder leer. Wir werden schon wieder eine Kernschmelze haben. Nein! Wie kann ich die Welt übernehmen, wenn ich auf ein Budget... Solange ich ein Budget habe und nicht beliebig viel Geld ausgeben kann. Ja, ich habe immer wieder Probleme mit billigem Equipment. Billiger Ausrüstung, okay. Oh Mann, wird der Meteor angepisst sein. Wird der vielleicht gelaunt sein, der Meteor. Oh, der arme Meteor. Tentakel! Vorne und Mitte. Front and Center. Ja, Sir. Dr. Fred. Das pinke Tentakel steht zu Dienst. Los, Überprüfe den Reaktor. Ja, ja, Sir. Hier steht doch der Jeff. Der hat auf jeden Fall den Schlüssel. Und damit es nicht auffällt, dass ich hier ausbrechen kann, sperre ich mich mal hier lieber ein. Interessant ist auch, die beiden Gitter sind gar nicht die beiden Gitter vorne, wie ich das dachte. Witzig. Jedenfalls. Der Pool. Ach ja, richtig. Warte mal, wenn der Pool leer ist. Ich will ja natürlich nicht, dass hier der Dinger kaputt geht. Niemand hier. Oh, gut, dass ich weggegangen bin, hey. Oh oh. Kommt es hierher? Kommt es hierher? Nee. Das ist ja sehr Unsinn, dann wäre das hier ja besser öffentlich. Wenn man da regelmäßig durchgehen würde. Wenn da jemand regelmäßig durchgehen würde. Okay. So, das Tentakel war hier. Das heißt, ich kann mich jetzt hier wieder rauslassen. Und die Tür wieder zumachen. Nein, vorne rum. Und du darfst gerne eine Schrittanimation haben, Jeff. Da habe ich nichts gegen. So, dann würde ich doch mal sagen... Jeff begibt sich immer zum Pool. Ich will mir das mal aus der Nähe anschauen, wie das genau aussieht. So, Ordnung muss sein. Und was die Röhre tut, ja, richtig, das habe ich gerade voll vergessen. Ich habe auch noch die Röhre. Okay. Ah, guck mal, Jeff ist es genau über Dave. Ziemlich genau. Nun gut, hier ist noch ein Radio. Vielleicht kriege ich da auch noch eine Röhre raus. Also, folgendermaßen. Das Ventil öffnen, zurück zu Jeff.
Runter in den Pool. Ein roter Knopf. Oh oh. Was der wohl tut, ich weiß es nicht. Ich speichere mal lieber. Ich drücke ihn mal. Niemals drücken, unter keinen Umständen drücken. Ja, okay, machen wir mal. Sehr schön. Das Haus und jeder in einem 5-Meilen-Radius wurde zerstört in einem massiven nuklearen Zwischenfall. Das Spiel ist zu Ende. F8, um nochmal zu spielen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, lieber Zwergesel, wie du siehst, das ist zumindest ein Ende des Spiels. Oh, das sind dann wohl die, was? Kühlstäbe, oh mein Gott. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, ja, das kennen wir ja. Tentakel! Ja, 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 los, los, los! Check den Rest vom Reaktor. Oh, oh, wird das jetzt zum Pool kommen? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt aber erstmal den Radio hier mitnehmen und vielleicht auch den... Nee, okay. Hey, ein Schlüssel. Das, was ist das da? The Pool Drain. Kann ich das öffnen? Ne. Kann ich's mitnehmen? Ne. Kann ich's drücken? Nein. Kann ich's ziehen? Ziehen? Nope. Kann ich mit ihm... Was? Okay, das Tentakel ist im Keller. Da ist niemand. Okay. Okay, gibt's hier noch irgendwas anderes, was ich machen kann? Ich schaue mir das Ganze hier mal an. Das sind radioaktive Kühlstäbe. Okay. Nun gut, ich gehe hier wieder raus und lass mal das Wasser wieder rein. Das ist mir gerade doch ein bisschen zu hektisch. Ja, genau. Da war die Garage vor Ewigkeiten. Okay, ich habe einen glühenden Schlüssel. Einen leuchtenden Schlüssel. Kann ich damit vielleicht das Medizinfach öffnen? Muhaha, das könnte funktionieren. Wobei ich mich frage, warum der da unten rumhängt. Vielleicht kann ich damit auch den Reaktor ausschalten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber... ich werde jetzt mal nachdenken. Wo ist Bernard? Bernard ist oben. Ah, da komme ich jetzt gerade nicht rein. Okay. Hinten bei der Treppe kann ich nichts machen damit. Da gibt es nichts Verschlossenes. Hier gibt es nichts Verschlossenes. Links ist nichts Verschlossenes. Genau, hier ist was Verschlossenes. Nope. Das könnte aber auch der Schlüssel sein für die Schubladen im Fotoraum. Ne? Die sind ja auch verschlossen. Hier drin. Ist so eine Idee vielleicht. Ne? Funktioniert leider auch nicht. Okay, kann ich denn... das gebe ich dann wohl Bernard zum Auseinanderschrauben. Ja, wieder raus. Und hoch. Und Bernard ist ja hier so der Technikmensch. Gib mal den Radio dem lieben Bernard. Und dann, lieber Jeff, kannst du dich hier oben verstecken. Das grüne Tentakel ist uns ja wohl besonnen, das tut uns ja nichts. So, jetzt würde ich gerne mit den Tools... Okay, das funktioniert nicht. Kannst du den hier öffnen? Oh, Batterien! Oh, Batterien! Oh, Batterien! Oh, ja, 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 Batterien! Sehr schön! Ich habe Batterien, endlich! Sehr gut. Okay, wow! Wisst ihr was? Das waren jetzt 14 Minuten, das war eigentlich schon eine gute Folgenlänge. Boah, wie gut. Und ich habe drei neue Ansätze. Ich habe den Schlüssel, ich habe endlich die Taschenlampe, mit der ich dann die Drähte vom letzten Mal fixen kann. Und ich habe die Röhre, die ich hier einsetzen kann. Und ich würde mal sagen, ich habe zwar nichts wirklich geschafft in dieser Folge, aber ich habe sehr viel vorbereitet fürs nächste Mal. Und das ist doch ein guter Grund, jetzt hier ein... Schlussstrich zu ziehen, bevor die Folge viel zu lang wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat's gefallen und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!